in 800 bis 1000 Meter Höhe liegt das Erholungsgebiet um den Fichtelberg. Überragt vom Klenowiec auf tschechischer Seite mit 1244 Meter und dem Fichtelberg auf deutscher Seite mit 1214 Metern. Das Zentrum bildet der Kurort Oberwiesenthal. In 1527 wurde die Stadt als Neustadt im Wiesental neben der schon bestehenden Siedlung Unterwiesental gegründet. Obwohl die hohe Erzausbeute nur wenige Jahrzehnte anhielt, dauerte der Bergbau fast ununterbrochen bis in das 19. Jahrhundert an. Deshalb blieb Oberwiesental noch immer Wohnort für Bergleute. Aus Ober- und Unterwiesental sind Büchsenmacher, Nagelschmiede und Nadler bekannt geworden. Handwerke, die wohl auch im Roten Hammer gewonnenes Eisen weiterverarbeiteten. Entwicklung der Stadt wird durch den Bahnbau eingeleitet. 1897 Wiesental führende Schmalspurbahn in Betrieb genommen. Stadtzentrum, rund um den Markt und an den anschließenden, regelmäßig angelegten und rechtwinklig sich schneidenden Straßen und Gassen, dominieren die Gebäude, die großenteils nach dem Stadtbrand 1863 gebaut wurden. Die Jahreszahl der Postdistanzsäule verweist auf die Messung und Markierung des Poststraßennetzes in Sachsen. Sie führte Adam Friedrich Zürner im Auftrag des sächsischen Kurfürsten und Königs von Posen großen Teil selbst durch. Die Stundenangaben sind als Längenmaß zu verstehen. Eine Stunde entspricht einer halben sächsischen Postmeile oder 4,53 Kilometer. Unterhalb des Marktes liegt die 1866 geweihte Martin-Luther-Kirche, die unter anderem sakrale Gegenstände birgt. Vom Markt aufwärts führt die Karlsbader Straße, die uns zum Erholungsheim am Fichtelberg bringt, in dem wir untergebracht waren
und das Ausgangspunkt all unserer Wanderung war. Stets berücksichtigten wir dabei den Ratschlag: Wer wandern will, da bleibt sie still. Geh steten Schritt, nahm nicht viel mit. Über 60% des Fichtelberggebietes sind bewaldet. Im Allgemeinen sind es Fichtenwälder, jetzt in der zweiten, zum Teil schon in der dritten Generation, seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als diese Monokultur eingeführt wurde. Anders auf dem Fichtelberg direkt. Er war bis in das 19. Jahrhundert Weidegebiet und die Bäume sind erste Generation. Auf der Kuppe des Berges wurde 1967 das Fichtelberghaus eröffnet. Das ehemalige Berghotel war 1963 abgebrannt. Das älteste Kulturdenkmal ist die Steinsäule mit der Aufschrift Station Fichtelberg der mitteleuropäischen Gradmessung, Königreich Sachsen, 1864. Sie markiert den höchsten Punkt des Berges mit 1214 Metern. Neben natürlichen Schäden, die Sturm, Raufrost und Schneelast verursachen, sind die Wälder im Fichtelberggebiet in zwei der bekanntesten Gebäude am Fichtelberg. Die Sachsenbaude, in dem unter anderem Hautallergien kuriert werden. Und das Rote Vorwerk. Die Wanderung führt uns in den Kreis Schwarzenberg, in die Siedlung Tellerhäuser. Bis in die Gegenwart ist für ihre rund 200 Einwohner die Arbeit im Wald wichtigster Erwerbszweig. Aber auch das Erholungswesen spielt heute eine zunehmende Rolle für die Siedlung am Klingerbach. Oder bequemer mit dem Lift, wie hier mit dem großen Sessellift auf den kleinen Fichtelberg. In diesem Kerbtal ist über Jahrhunderte der Bergbau betrieben worden. Der Zechengrund. Die Vielfalt und speziellen Arten von Pflanzen waren Anlass, ihn unter Naturschutz zu stellen. Temperatur des Wassers um diese Jahreszeit ca. 14 bis 16 Grad Celsius. Zwischen Klionowiec und Fichtelberg liegt Oberwiesenthal. Zentrum eines unserer Erholungsgebiete.